Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Endzone World Apart, ihr Lieben. Und jo, willkommen hier zurück zu unserer Siedlung. Und ja, zurück hier zu Finkwada. Wir machen weiter hier schön mit den Expeditionen. Forschen weiter. Versuchen hier mal so ein bisschen, ja, Zivilisation herzubringen. Strom haben wir hier ja schon angeschlossen ein bisschen. Um ehrlich zu sein, könnte das hier natürlich noch mal so ein Ticken schneller gehen. Da werden wir uns drum kümmern. So, hier ist voll Schrott und Holz. 1000 ist das. Also 2000 passen rein. Ja, dann ist das hier 1000, ne? So, 1000 Schrott und 1000 Holz. Hier lagern wir ja 4 Ressourcen ein. Das heißt dann, dass es bei jeder der Ressourcen 200 sein sollte. So, nicht 300, sondern 200. So, perfekte Sache. Wir müssen uns jetzt natürlich nochmal überlegen, also nahrungstechnisch passt es. Wasser könnte man verbessern. Ich will mal schauen, wie sich die Wassersituation hier gerade abbildet. Also so ein Brunnen bringt konstant irgendwie was zu trinken. Ja. Muss aber auch reingetragen werden. Also so ist es ja nicht. Deswegen überlege ich gerade, ob wir nicht noch einen Wasserturm bauen sollen. Gute Frage. Wir lassen das nochmal. Wir lassen das nochmal und werden hier natürlich weiter verbessern. Wo sind denn unsere Leute hier von der Expedition? Die müssten ja hier irgendwo sein. Da sind sie. Da kommen sie. Seht euch das an. Voll beladen. Perfekt. Neuer Händler ist da. Jawohl, hier ist er wieder. Ja, irgendwie nichts davon. Wir könnten jetzt natürlich auch... Ja, was könnten wir eigentlich? Alles voll hier. Sollen wir uns mal dran wagen, hier wieder so ein bisschen Schönbau zu machen? Was gibt es eigentlich für Gebäude? Gemeinschaftsgebäude, ausgebaute Schule, Sanitätshaus. Ja, Forum haben wir bereits schon. Man könnte hier natürlich auch einen Markt hinstellen. Aber nicht so in diesem Bereich, glaube ich. Das Forum überlege ich auch nochmal vielleicht rauszustellen. Provisorisches Lager, Essensausgabe und so. Ja, so viel. Viel ist das jetzt nicht so, ne? Forschungsstation haben wir schon alles. Pavillon. So ein Verteidigungsturm ist ja auch was Nettes. Echt eine gute Frage, ne? Ja, oder man lässt das Forum doch da, ne? Ich weiß es nicht. Ja, Leute, ich weiß es nicht.
könnte man da lassen. Wir könnten auch mal ein bisschen schneller laufen lassen, ne? Habe ich den Eindruck. Oh, die Häuser passen nicht mehr ganz. Ich will mal ganz kurz gucken. Ausgebaute Zuflucht. Muss durch Forschung freigeschaltet werden. Das machen wir mal. So, dann machen wir mal das. Wir wollen ja schließlich, dass unsere Leute ein Dach über dem Kopf haben. Expedition ist zurückgekehrt. Perfekt. Da wollen wir natürlich nochmal gucken. Die waren ja zuletzt hier, ne? Ne, nicht bei der Tankstellenruine, sondern Momentus. Hier bei der Konditorei. Super, dann schauen wir uns nochmal die Tankstellenruine an. Expedition aufstellen. So, schicken wir mal wieder 6 Leute los. Werkzeug. Schauen wir uns mal die Tankstellenruine hier an. So. Es läuft mittlerweile zu gut, muss man sagen. Erschreckend gut. Ich glaube, die reiße ich mal ab. Hey, Boss. Anscheinend versammeln sich Plünderer. Alles klar. Auch nicht sein. Wo ist denn das beschädigte Gebäude? Weil es wahrscheinlich gar nicht benutzt wird, ne? Komm mal bitte. Abreißen. So. Ziel erreicht. Okay, wir sind da. Der Scout hatte recht. Bei den Zapfsäulen riecht es tatsächlich noch nach Benzin. Vielleicht ist da irgendein Ventil undicht geworden und die Dämpfe aus dem unterirdischen Benzintank steigen nach oben. Ein Lagerfeuer sollten wir hier wohl besser nicht entzünden. Okay, alles klar, vorsichtig sein. Dann sehen wir uns mal um. Bei den 2 Gebäuden, die der Scout erwähnte, handelt es sich wohl um eine Waschanlage und eine Werkstatt für Autos. Zumindest laut den Schildern über den Garagentoren. Die alten Zapfsäulen sollten wir uns auch genauer ansehen. Vielleicht lässt sich noch was verwerten. Wir schauen uns mal die Waschanlage an. Na bitte, für junge Menschen mit Kraft in den Armen kein Problem. Wir konnten das Tor ein Stück anheben und verkeilen. Drin war leider nicht allzu viel zu holen. Ein paar Schläuche, Werkzeuge und anderer Kleinkrams. Okay. Dann gucken wir uns nochmal die Werkstatt an. Das Garagentor ließ sich nicht öffnen, aber wir konnten durch den vorderen Teil des Gebäudes in die Werkstatt. Hier ist ein kleines Auto aufgebockt, das im Gegensatz zu den Wracks draußen in der Wildnis noch ganz gut aussieht. Werkzeug liegt ja auch genug rum, machen wir uns ans Ausschlachten. So gut, das war ein schönes Stück Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Wir haben das ganze Auto auseinandergenommen. Das meiste können wir sicherlich verwenden, nur den Motorblock lassen wir hier, der ist einfach zu schwer zu tragen. Das kann ich nachvollziehen. So eine Motorblöcke sind wirklich schwer. Und die Zapfsäulen. Mit den Zapfsäulen selbst können wir natürlich nichts anfangen, aber vielleicht können wir sie in Einzelteile zerlegen. Das sollte ja sogar etwas Elektronik verbaut sein. Unsere Technikerin bekommt das sicherlich hin, ohne dabei die empfindliche Elektronik zu zerstören. Jo, Subi, meini. Alles klar. Nichts ist dabei kaputt gegangen, das hätte ich vermutlich nicht hinbekommen. Super Sache. So, damit ist die Tanke auch durch, ne?
Schrottwerkzeug. Schrott nehmen wir mal mit. Metall. Elektronik. Und einpacken und zurückkehren. Gute Heimreise, ihr Lieben. So. Bin mal gespannt. Was macht die Forschung? Läuft noch. Gut. Es fühlt sich schon so an, als wenn wir so, ja, alles geregelt hätten, ne? So, ich sehe hier jetzt keine große Gefahr. Was ich jetzt allerdings noch machen werde, ist einen neuen Wasserturm bauen. So, Expedition ist zurückgekehrt. Wir bauen mal eine neue Geschichte, was Wasser angeht. Und zwar hier das. Ausgebautes Wassersilo. Das wäre doch mal was, ne? Wir bauen einfach mal ein normales Wassersilo. Keine Ahnung, wie das jetzt wirkt, aber wir fangen mal hier an und bauen auch mal gleich noch einen Steg hier hin, ne? Würde ich mal sagen. Oder so. Nächste Dürre kommt auch schon. Wie sieht es mit der Schule aus? War noch nicht voll belegt. So, Expedition ist ja zurück, ne? Ah, super, ey. Forschung ist durch. Ich werde mal dieses hier hochsetzen. Vielleicht sparen wir dadurch so ein bisschen was. Und dann auch gleich die nächste Expedition. Hier werden wir abbauen. Und dann schauen wir uns mal den Mähdrescher an. Schauen wir mal, was hier geht. So, los geht's. Schauen wir uns mal den Mähdrescher hier an. So. Scheinbar kontaminiert, wird hier gesagt. Wo ist denn was kontaminiert? Ich werde mal, mal jetzt wieder diese Nahrungsgeschichten hier mal. So. Okay. Soll noch einen Dekontaminierungsposten errichten? Ja, machen wir mal. Können wir ja wieder abreißen. Was für ein Frosch ich im Hals hab, ne? Logistik. Da machen wir den mal hier hin. So, dann mal weiter geht's. So, jetzt soll mal hier ein bisschen Wasser gesammelt werden. Filter an, natürlich. So. Wir sind angekommen, Boss. Ich wünschte, wir könnten das Ding wieder fit machen. Würde uns eine Menge Arbeit ersparen zu Hause. Naja, sehen wir uns mal um. So, der Mähdrescher. Vielleicht finden wir ja noch nützliche Sachen in der Kanzel oder im Kanister. Wir schauen mal im Ressourcenkanister rein. Verdammt, Boss. Einer von uns ist in den Kanister gefallen und hat sich anscheinend was gestaucht. Jemanden da rauszuholen ist gar nicht so einfach und der Kanister war auch noch leer. Hat sich also nicht mal im Ansatz gelohnt. Okay. So. Fahrerkanzel. Die Tür zur Kanzel ließ sie nicht öffnen, Boss. Viel ist leider nicht zu holen, aber unter dem Sitz haben wir ein altes Foto mit einem Kornfeld und zwei Menschen Arm in Arm.
Auf dem Bild sind zwei Saatkörner geklebt und dort steht für Sarah, für unsere Zukunft. Leider erleben die beiden die Zukunft wohl nicht mehr. Oder zum Glück. Wir haben Pflaumensaat bekommen. Einpacken und zurückkehren, ne? Das war's auch schon. Posten ist aufgebaut. Dekontaminierungskits werden auch produziert, ne? Ja. Also ich glaube, den können wir wieder mal abreißen. Den brauchen wir hier nicht. Wobei, Moment, wir warten noch mal, bis es abgeschlossen ist. Was haben die Händler für uns da? Schwarzwurzel. Ist das nicht mein absoluter Lieblingskunde? Doch, glaubt der alten Tibara. Sie kennt sie alle. Tibara hat auch wieder nur ihre besten Sachen dabei. Ich schau mal, ob wir das hinkriegen. Lass sie ruhig Zeit. Tibara muss ihre Lunge wieder beruhigen. Ja, wir gehen mal alles her. Ja, haben wir für die Pilze quasi, Leute. Das muss hier schneller gehen. Strahlenwerkzeug. Das geht nicht. Da muss was gemacht werden. So, Expedition ist zurückgekehrt. Hervorragend. Ja, gleich weitermachen. Den Mähdrescher nehmen wir mal zum Abbau frei. Ich mache mal hier unten weiter. Das Restaurant nicht, sondern doch das Restaurant. Expedition aufstellen. Hervorragend. Perfekt. Ja, läuft alles so wie von selbst, ne? Muss man sagen. Wir können auch mal zwei arbeiten jetzt. So. Haben wir das hier schon verbessert? Ja, haben wir. Okay. 44 von 55. Scheint zu reichen. Erhöhen wir mal weiterhin. Forschungstechnisch, naja, geht so. Ja, ihr Lieben, die Lager sind voll, ne? Ein neuer Händler ist da. Einen schönen Tag wünsche ich. Ich hole mal ein bisschen Forschung ran hier. Ich habe eine ganze Reihe an super 460. tollen Sachen für dich eingepackt. Schau doch mal, ob du an irgendetwas interessiert bist. Wir machen mal einen fairen Handel. Das wäre ein gutes Gefühl. Weil dann hätten wir wieder ein paar Forschungspunkte. So, Handel wurde abgeschlossen. Hervorragend. Jetzt ist die Dürre da. Und unsere Leute sind bei... Wie der Scout berichtet hat, viel steht nicht mehr von dem Gebäude. Die oberen Stockwerke sind eingestürzt, aber wir können uns das Erdgeschoss ansehen. Okay, schauen wir mal. Das ist ein Restaurant.
Hier ist alles ziemlich runtergekommen, kein Wunder, so ganz ohne Schutz vor dem Wetter. Kann mir nicht vorstellen, dass in den eingestürzten oberen Stockwerken etwas zu holen ist. Sehen wir uns lieber die Überreste der Küche an. Ja, okay. Hey, hier sind sogar noch Schilder mit den angebotenen Speisen. Kürbissuppe wäre jetzt genau die richtige Stärkung, sonst gibt es außer ein paar alten Elektrogeräten nichts Interessantes hier. So, elektronische Bauteile. Steckt ganz schön viel drin in so einem alten Kühlschrank, war aber ein leichtes für unseren Techniker. Aber hey, Moment. Fast hätten wir eine Klappe im Boden übersehen, die unter all dem Staub und Dreck verdeckt war. Die Klappe führt scheinbar in einen Keller. Da unten war vielleicht mal ein Vorratsraum oder so. Sehen wir uns das mal an. Ja, gucken wir mal, ne? Viel Licht kommt hier nicht rein, aber der Raum scheint nicht groß zu sein. In den Regalen stapeln sich Jutesäcke. Was steht hier jetzt nochmal? Die Säcke sind voll alter, verkümmerter Bohnen. Ungenießbar. Moment, da in der Ecke liegt ein menschliches Skelett zwischen den Säcken. Sieht aus, als ob dem Schädel alle Zähne fehlen. Da ist was in die Wand eingeritzt. Campingkocher vergessen. Ob er versucht hat, sich von ungekochten Bohnen zu ernähren. Okay. Dann gehen wir mal die Treppe hoch, ne? Würde ich mal sagen. Sieht aus, als ob die Treppe gleich einstürzt. Wir können uns vorsichtig da oben umsehen, ob sich das lohnt. Außer Bauschutt ist da oben nichts mehr übrig. Wir gucken mal. Ja, ein bisschen Schrott, ne? War eine ganz schöne Kletterei. Zum Glück ist nichts passiert. Okay. Ja. Mau, aber so ist das. Ne? Kann man nichts machen. Einpacken und zurückkehren. Gute Heimreise. Wir wollen an eurem Spaß teilen. So, die Nihilisten kommen. Wir berauben oder töten euch nicht. Aber ihr habt so viele Dinge, die wir zerstören können. Ihr könnt auch Schutzgeld zahlen, aber das ist doch eigentlich langweilig. Genau. Naja. So, die Miliz. Da wollen wir jetzt mal aufbauen. Das muss hier richtig besetzt werden. So, einmal bitte. Randa. Tribut verweigern. Ihr könnt nichts tun. Verstanden. Dann können wir den hier wieder abreißen. Brauchen wir nicht. So, die kommen ja jetzt. Die Feinde. Schaut sie euch an. Ja, ich frage mich echt, ob die Mechanik sich noch ändern wird. Ich weiß es nicht. Und wir kriegen ein Wasserproblem gerade. Gut, dass sie hier reinrennen. Großartig. Sieht so aus, als geht diese Runde. Ja, gewonnen, ne? Das geht schnell. Keiner legt sich mit uns an, ihr Lieben. Keiner. So. Wird denn jetzt Wasser gesammelt? Ich hoffe doch ja. Ja. Mhm. Abbau von Jod. Das wäre natürlich auch was. Befestigter Weg. Ja, wir müssen an den Solarkollektor ran, ne? Ja. Erst müssen wir Strom ranholen. Wir können ja mal so ein paar mehr Leute zum Reparieren ranholen. Wasser fehlt. Aber wird dir jetzt auch was rangeholt? Und ja, ihr Lieben,
Wir sind wieder am Ende einer Folge. So langsam wird das was. Und ja, bin mal gespannt, ob wir hier noch größere Herausforderungen erleben werden. Aber das sehen wir dann ab der nächsten Folge. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Fadi.